Hallo liebe Leute, grüße Ludwig im Internet, Vielspartipp, Millionärwert. Und heute mit Vollkornessen, den Blutdruck senken, hilft nicht nur gegen hohen Blutdruck, sondern auch gegen tausend andere Krankheiten. Vor circa 3 Wochen war eine Frau im Fernsehen, die hatte hohen Blutdruck, einen Blutdruck von 190 zu 110. Normal ist 120 zu 80. Nachdem sie ihr Essen auf Vollkorn umgestellt hatte, war der Blutdruck dann noch 140 zu 90, also schon viel besser. Also, dass Vollkornernährung gut ist, konnte man hier gut messen. Hilft auch bei tausend anderen Krankheiten, welche man nicht sofort messen kann. Jetzt esse ich das Sandwichbrot vom Aldi, das kostet nur 89 Cent. Die anderen Bio-Brote schmecken alle nicht, zu trocken, zu hart, zu teuer. Aber das vom Aldi schmeckt sehr gut. Fast jeder Discounter hat so ein Brot im Angebot. Und man kann damit die teuren Blutdrucktabletten sparen, weil man dann weniger davon braucht. Okay. So mal weit und erläutere das mal kurz. Das ist das Kurze, wenn wir sind 4-5 Minuten. Also liebe Leute, heute ein Hartz-IV-Spartipp und Krankenkassenspartipp, wie die Kranken zu sparen können. Es war wirklich, vor 3-4 Wochen war eine Frau im Fernsehen, die hatte hohen Blutdruck. 190 zu 110 und hat die Vollkorn gegessen und danach, ich weiß nicht wie lange danach, auf jeden Fall war 140 zu 90, auch schon viel besser da. Und so ähnlich habe ich ja auch so einen Blutdruck ohne Tabletten. Und mit Tabletten habe ich 140, 150 zu 90 auch so. Und jetzt esse ich schon 3 Wochen das Vollkornbrot. Mein Blutdruck ist zwar noch so okay, hat sich nicht viel getan, aber tausend andere Krankheiten. Ich hatte seit einem halben Jahr ein dickes Bein und da war ich jetzt letzte Woche beim Arzt. Ich dachte, ich habe da irgendwie Wasser in den Beinen. Das habe ich mal von meiner Mutter gehört, wenn die Beine dick, weil die Niere das nicht Wasser nicht abpumpt und steigt das Wasser hoch zu dem Herz und dann stirbt man. Ich war da auch wegen was anderes, habe ich gezeigt mein Bein, das war auch. Er konnte es auch sehen, es war dicker, das rechte war dicker als andere. Und am nächsten Tag sollte ich wiederkommen zum Blutdruck abnehmen und dann war ich nochmal drin zum Blutdruck messen. Und dann hat er nochmal geguckt beim Bein und war dünner. Und jetzt diese Woche war ich nochmal da und jetzt ist es noch dünner. Ich weiß nicht, seit einem halben Jahr habe ich das und seit 3 Wochen esse ich das Vollkornbrot und ist weg. Und jetzt haben wir Blut testen lassen, so ein 2-Jahres-Schick und ist alles okay. Auch diesen Nierenwert hat er getestet. Nieren sind auch okay, Gott sei Dank. Und die Sandwichbrot hier, das mache ich hier so. Meistens esse ich 2 oder 4 Scheiben dann, wenn ich nicht viel Hunger habe, 2 und wenn ich großen Hunger habe, 4. Mache ich hier mit Margarine und dann hier habe ich da Putenaufschnitt. Was vegetarisch habe ich noch nicht gefunden. Ich bin auf der Suche, dass ich kein Fleisch essen muss, aber habe ich noch nicht gefunden, was gut schmeckt. Und Käse, jeden Tag Käse schmeckt auch nicht. Und dann wechsle ich mal ab so und dann kommt noch Tomate drauf und dann esse ich das so. Und ich habe das früher schon geholt, das Sandwichbrot, aber dann habe ich früher mal getoastet und wenn man das toastet, das schmeckt muffig, dann mag ich das nicht. Meine Ex-Freundin, die isst das heute noch, die toastet das immer vorher, bevor sie es isst. Aber vielleicht riecht sie nichts. Wenn man Demenz hat, dann riecht man schlecht oder nichts und Demenz fängt schon 20 Jahre an. Und noch besser ist das Brot, Getreide holen, Bio-Getreide, selber mahlen und dann abends backen und morgens essen. Das ist noch 5-mal besser als das. Aber es kommt darauf an, dass man 30 Gramm Ballaststoffe hat im Körper. Und da kann das schon helfen. Da. Sonst wüsste ich nicht, wo also sonst noch vorkommt. Jetzt, ich habe sonst, seit es Netto gibt, seit 6, 8 Jahren, morgens Brötchen, abends Brötchen da. Die Billigbrötchen und jetzt seit 3 Wochen nehme ich nur das und keine Billigbrötchen mehr. Beim Netto gibt es ja auch ein Biobrot. Das habe ich auch geholt, habe ich euch mal vorgestellt, aber das ist gefälschtes Biobrot. Das ist nur Weizenmehl gefärbt und kein Vollkornmehl. Und die anderen Vollkornbrote sind zu trocken, zu hart, zu groß, zu dick, zu wenig Gummi, zu viel Gummi. Die
Frauen kennen das ja bei ihren Männern, ne? Und so ist es beim Brot auch. Und das ist eigentlich eine gute Lösung. Hat zwar ziemlich viel Enzyme und so drin, das bleibt lange, braucht man nicht mal im Kühlschrank tun, das bleibt so eine Woche, zwei Wochen, da schimmelt das nicht. Und kann ich nur empfehlen. Und für 89 Cent ist geschenkt da. Die Rumänen sagen, die Zelten kosten hier nur 1,95. Da will ich nur einsetzen, dass die 5, 7 Euro kosten. Und dann sagen die Rumänen hier, oh, Zelten sind billig da. Und dann kann man auch sagen, das Brot ist billig. Also, tut euch was Gutes. Schmeckt echt super. Bei jeder Beerdigung will ich einen Teller leer essen da. Wenn man es nicht selber schnibbeln muss da. Und da sagt keiner nein da. Ist zwar die Arbeit, wenn man selber macht, aber wenn man Hunger hat und man fällt da um vor Hunger, dann isst man schon so was da, damit man klar wird. Okay, das war der Spartipp. Und da sind tausend andere Krankheiten da. Vielleicht hilft es auch gegen Impotenz und alles Mögliche da, was man dann 50 Jahre später erst kriegt da. Mit 120 so. Okay, ich zeige nochmal das Brot. Eigentlich kennt das jeder. Gibt es in jedem Discounter. Sowas ähnliches. Beim Aldi hatten, beim Lidl hatten die gestern 30%, weil das keiner gekauft hat. Ganze Kiste mit 30%. Mal sehen, wo finde ich das Brot denn? Da ist es. Aber ich kaufe meistens beim Aldi und nicht beim Netto, weil da ziemlich, da sind nicht so viele und da gibt es alle ein, zwei Tage neue Brote und dann ist es ziemlich frisch. Und deswegen kaufe ich da beim Aldi. Beim Lidl könnte man es auch essen, aber beim Netto, da geht es zumindest durch und dann kaufe ich das beim Aldi da. Okay, ich bin ja meistens erst im Netto, dann im Aldi und dann im Lidl, weil irgendwas gibt's in jedem Laden nicht so. Und dann noch im Edeka, hol da meine Äpfel da. Okay, ciao, Korbi dominieren.